1000 Euro PC willst. Wir kennen sie alle, sie sind schön, sie sind schick, sie funktionieren gut. Und wenn man von einer wunderschönen Steinleitenmaschine mit einem heiligen FX drin upgradet, dann ist man direkt wieder im nächsten Jahrhundert. Demnach bin ich vorbereitet. Ich habe das heilige T-Shirt, was zu fressen, eine geplünderte CPU-Kühlerbox und den ganzen Shit hier. Step One, das machen wir jetzt ganz cool. Wir böllern alles runter und fangen mit unserem Mainboard an. Wenn man einen Ryzen 5 3600 einbaut, ist es nicht sehr weit entfernt zu denken, dass man ein B450-Board einbaut. Es passt in die Preisklasse, es hat die alle Funktionen, die wir brauchen, und da hat sich auch Aorus angeboten, Gigabyte natürlich. Also geht's jetzt los. Bäh. Bin ich so geheilt. Bruder. Alter, ist das verpackt. Heilige Scheiße. So, natürlich, wenn man mit dem Mainboard arbeitet, ist es ja natürlich wichtig, sich an der Stelle natürlich passend zu erden, weil wir wollen ja nichts einmal nur noch kaputt machen. Solche wunderschönen Sachen kann man natürlich benutzen, man kann es auch lassen. Erden, ganz einfach, kannst in die Taschenbox, was? Man kann letztendlich einfach, man kann einfach eine Steckdose da dran packen, passt. Man kann auch natürlich sein Netzteil erstmal anschließen und dann drauf grabben, auch Möglichkeit. Man kann aber auch einfach ein Heizungsrohr angrapschen, alles die Möglichkeit. Ich ganz gechillt jetzt erstmal. Bäm, hab hier nämlich die heilige Steckdosenleiste. Da funktioniert doch alles. So, was wir hier haben, ist ein SATA-Kabel, das brauchen wir. Was haben wir hier? Installation Guide, weg damit. So, was haben wir hier? Noch ein Zeug mit Text, braucht niemand. Cooles Manual, eine coole CD und Stuff, den wir womöglich brauchen. So, auch hier wieder wichtig für unsere NVMe-SSD, die wir einbauen werden. Sowohl einmal der Standoff als auch dann die Schraube zum Festmachen. Also das auch erstmal beiseite legen. Wenn man schon die Mainboardbox hat, dann kann man sie auch direkt als Arbeitsplatte benutzen. Da ist isoliert, es passt. Das Mainboard. Schicke, wichtige Komponente. Coole Isoliertüte. So. Und dann eigentlich auch schon kommen wir direkt zu einem schwierigsten, kompliziertesten, gefährlichsten Step. Und zwar schreiten wir nun so weit, um unsere CPU einzubauen. AMD ist hier jetzt erstmal die Wahl. Ach, da hat sie natürlich der Ryzen 5 3600 bei dem Pre der Preisklasse natürlich als Sieger erwiesen. Haben wir einmal die CPU. Auch im Inhalt ist so ein Zeug. Und dann haben wir noch den eigentlichen Standardkühler mit dem. Ich meine sogar, ich stelle jetzt hier erstmal keine Theorien auf. Der bei dieser CPU natürlich mitgeliefert wird, ist an der Stelle einfach nur ein Rave-Kühler, aber wir haben ja zum Glück einen etwas Overkill an Kühler. Demnach brauchen wir den nicht. Was ich noch hier drin habe, ist ja irrelevant. Also weg damit. Bam. So. Das heißt, hier sieht man schon mal perfekt unsere CPU. Die ganzen Pins hinten sind sehr sensibel. Die sollte man nicht abreißen, weil sonst ist man ziemlich hart gefickt. Dann wird aus dem PC nichts mehr. So. Bei dem Einsetzen der CPU ist an der Stelle erst einmal zu beachten, dass man einmal, wir sind jetzt hier bei einem AMD-System, nicht bei Intel, das macht das gleich schwer. Ja, muss man alles hier betrachten, wie man es betrachten will. Und zwar Step One ist jetzt hier tatsächlich diesen Hebel nach unten zu drücken und zur Seite hochgehen zu lassen und voll nach hinten zu drehen. Rausnehmen, einfach aus dem heiligen Umschlag raus, dabei bitte nicht die CPU droppen, dann hast du dir am Ende selbst einfach nur das Leben zerstört.
Auf damit Sticker, dass man Ryzen eingebaut hat, um vor Leuten anzugeben, ist nicht unbedingt wichtig. So, und jetzt gibt es hier erstmal zu beachten. Ich schieb's mal näher. So, was wir hier auf dieser CPU haben, ist eine schöne kleine goldene Ecke zur Orientierung, wie man denn die CPU einsetzen muss. Das ist nämlich ja jetzt nicht ganz irrelevant, wie rum man sie reinhaut, auch wenn sie ein Viereck ist, glaube ich. Und was wir jetzt sehen, ist, bei unserem Mainboard befindet sich. Hab's gleich. Ah, da ist sie. Lübt alles, also ganz vorsichtig. Dieser sehr fragile Teil, was ist das denn? Bruder, sehr fragil. So, Orientierungsecke haben wir hier an der Stelle da. Das heißt, letztendlich gesehen müssen wir die CPU so rum einsetzen. Damit nämlich diese Ecke mit dieser schwarzen Ecke, die ich 10 Minuten lang übersehen habe, übereinstimmt. Wichtig hier an der Stelle, sollte man die CPU am besten mit den Ecken anfassen. Hier sind die sehr fragilen Pins. Droppen sollte man das Ding nicht, sonst hast du offiziell Geld verloren. Hier unten sieht man auch noch einmal die Ecke. Und jetzt ganz sachte reinfallen lassen. So, jetzt ist das Ding schon mal drin. Man kann dem Ganzen noch einmal, um sicher zu gehen, dass es richtig drin ist, einen kleinen Wiggle geben. Bascht alles. Dann wieder Hebel runter, etwas zur Seite und runterklemmen. Bam, CPU ist fest und drin. Jetzt können wir unser Mainboard wieder so rum angucken und wie Sie sehen, ist die heilige Folie, die noch immer nicht dran ist, wie auch wichtig hier an der Stelle, nicht nur die CPU an der Ecke anfassen, am besten eigentlich so ziemlich alles mögliche an den Ecken anfassen, weil da ist nichts nach Schäf, ganz schnell kaputt machen. Ne? So, heiliger Sticker zum Angeben, der kann fliegen gehen. So, ich würde das Verpackungsmaterial bei potenziellen Schäden natürlich behalten. Was wir noch hier haben, ist ja, noch mehr so ein Zeug und noch mehr so ein Zeug. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was wir jetzt erst machen können. Und zwar einmal die NVMe-SSD einzubauen oder die SSD. CPU-Cooler würde ich erst danach machen, damit man nämlich nochmal frei agieren kann. Bei einer RAM eigentlich wichtig, nur die Teile. Je nach Bauart. Natürlich. Nur eine Seite oder halt beide Seiten runternehmen, da wo die RAM-Riegel reinkommt, damit das einfach drin ist und passt. Hier sind es jetzt bei beiden Seiten, also einfach zurückziehen. So. Bei der RAM haben wir uns, oder ja, ich, für die Corsair Vengeance RGB Pro entschieden, weil RGB ist cool. Wir haben DDR4 3200 und insgesamt 16 GB. Es ist ein Dual-Kit, also 2 8 GB Sticks. Sieht geil aus, funktioniert geil und geil. Also rein damit. So, in der Verpackung haben wir jetzt hier natürlich die beiden RAM-Riegel und Verpackung und so Safety-Schrott. So. Oh, Gott, wie geil die aussehen, Alter. Weißt du, da ist man innen richtig satisfied, wenn man die sieht, oder? Wenn du dir jetzt die mal vorstellst, so richtig geilen RGB-Effekten. So, dann an der Stelle. Bei diesem sehr intuitiven Verpackungsdesign. Hier ist, glaube ich, am einfachsten. Auf mit dem Ding. Und RAM-Riegel einfach rausnehmen. Das, wenn das nicht mal ein geiler RAM-Riegel ist. Auf jeden Fall. RAM, an der Stelle ist es normalerweise so, dass bei einem Mainboard in der Regel immer diese beiden RAM-Slots für einen Dual-Channel-RAM gebraucht ist, damit das Ding dann Full Speed laufen kann, weil hast du zwei Sticks, hast du Dual-Channel, läuft richtig gut. Und demnach, bam, gucken wir uns das heilige Loch an. Gucken wir uns unser cooles. Ich würde jetzt gerade Ritze sagen, ne? Immer schlimmer. So, gucken wir jetzt unseren RAM-Slot an. Und wir sehen, da ist so eine Edge. Wie auch immer die Scheiße jetzt sein soll, da ist so ein Loch. So, die beiden müssen jetzt quasi übereinander gelegt werden, damit der RAM auch richtig rum drin ist. Und dann sehen wir, dass so rum ist falsch, so rum ist richtig. Bei der RAM eigentlich ziemlich einfach. Gerade rein in den Slot. Ich hab
verkackst erstmal. Bam, RAM drin und dann mit den Daumen auf beide Ecken einfach runterdrücken, bis es auf beiden Seiten klickt. Ist jetzt auch bis drin. Ja. Damit ist das Schnückelchen drin. Das Ganze beim zweiten RAM-Riegel natürlich auch wiederholen, weil warum sollte ich nur die Hälfte einbauen? Nee, man braucht dafür etwas Gewalt. Man muss ein kräftig ernährter Junge sein, du. Glaub mir, das ist so. So. Arbeitsplatz schön sicher und frei halten. Wenn wir soweit sind, können wir uns jetzt an der Stelle erstmal unsere NVMe SSD ein. An der Stelle haben wir uns für diese hier entschieden. Um genau zu sein, die von Kingston, die A2000 Solid State Drive, irgendein scheiß NVMe SSD. Ist schnell, 250 GB, reicht für Windows und irgend so ein Scheiß, den man die ganze Zeit benutzt. Ist nämlich fast, das ist gut, weil es schnell ist. Und dann jetzt raus damit. Jetzt muss ich diese Verpackung nur verstehen. Bäm. NVMe Drive. Ist cool. So, an der Stelle habe ich schon mal unser CPU-Kühler geplündert für einen Schraubenzieher. Und jetzt bietet sich vor allem an, jetzt wo schon mal Schrauben ins Game kommen, eine Schüssel zu haben für die Schrauben, bevor sie durch den Raum fliegen und man sie nicht findet und sie nicht benutzen kann und dann das Ganze nicht mehr hält. Demnach kümmern wir uns jetzt erstmal hier rum. Doch jetzt ist die Frage, wir haben zwei davon. Welche kommt's rein? Die oben ist schneller, also in die oben rein. Das ist normalerweise bei jedem Board mit einer NVMe-Slot so, wenn zwei sind, dass in der Regel der obere schneller ist und dann wollen wir natürlich auch das volle Potenzial dieses Speichersticks benutzen. So, jetzt haben wir hier natürlich in unserem Oberslot bereits etwa eine sehr komische Konstruktion verbaut. Was machen wir jetzt? Sie ausbauen. Also, ran an die Olga und raus damit. Au. Ah. Schraube ist fester als sie sein sollte. Das ist doch sehr. Nee, weil das ist NVMe. Und das ist ja auch noch zu groß. Nee, das ist auch noch zu groß, okay. Und den ganz kleinen Jungen. Diesen Standoff an der Stelle können wir letztendlich drin lassen, weil jetzt kommt die Besonderheit bei diesem wunderschönen Ding, was wir schon da haben. Was hat hier sogar so ein... Wenn man das abziehen kann, dann ist es mega cool, wenn man das abziehen kann, dann ist es so... Auf jeden Fall geht es im Prinzip eigentlich ziemlich einfach voran. Wir nehmen unsere NVMe-Speicherstick, du Stück Scheiße, komm raus. So. Wir wollen unsere Warranty ja nicht removen, deshalb lassen wir den Sticker dran. Und im Prinzip folgt jetzt eigentlich ziemlich einfacher Einbau. Und zwar nehmen wir jetzt unsere NVMe-Speicherding und stecken das Ding rein. Was machen wir jetzt in einem schicken Angle? In einem Angle rein. Rein damit. Und jetzt sehen wir, das Ding ist etwas hochgedrückt, aber letztendlich gesehen würden wir nun mit unserem Standoff, den wir hier haben, der zum Beispiel auch schon direkt hier verbaut ist, das Ding so reinschrauben, damit es hält. Doch da wir ja schon unseren wunderschönen Produkt zum Kühlen haben, können wir nun einfach das Ding, wie es davor schon verbaut war, einfach wieder drauf machen und dann dieses hier festschrauben. Dann würde nämlich dieser Stick wieder gleich verbaut sein. Also nach dem Motto, wie es funktionieren sollte natürlich. Also weg mit dem komischen Ding zum Schutz und so ein Scheiß. Und rein damit. Und runter. Jetzt kann man es erstmal einfach runterhalten, sich wieder die Schraube nehmen und sie erstmal mit den Händen
einschrauben. Und mit dem Schraubenzieher das dann einfach festmachen. Muss nicht besonders fest sein, muss nur halten und bam, NVMe, RAM und CPU verbaut. So. Das heißt, die brauchen wir wieder nicht, die sollten wir trotzdem nicht wegschmeißen. Wäre etwas dumm. Jetzt kommt ein schickerer Part, bei dem ich mich auch erstmal weiter informieren muss. Und zwar kommen wir jetzt zum Dark Rock 4 von Bequart. Es zu gut, falls das überhaupt geht bei einer Kühlung. Für meine CPU, da ich letztendlich den Ryzen ohne Übertaktung wahrscheinlich laufen lasse, demnach diese Kühlung letztendlich unnötig ist. Aber Kühlung, warum soll ich dazu nein sagen? Was besser läuft, das läuft besser. Bam. Dark Rock 4, let's go. Bam. Okay, be quiet. Hier ist schon mal unser Lüfter, den wir brauchen werden. Weiter im wunderschönen Paket enthalten sind natürlich so Installation-Stuff und so. Und weitere Dinge, die wir brauchen werden. Oh, das sollte jetzt nicht passieren. Und damit, bam, dieser ganze Batzen an Zeug. Man sieht schon, ist hier beschriftet, da steht Intel drauf. Das ist das Ganze eigentlich nur dafür da, um den Lüfter auch ordentlich verbauen zu können. Gut, es ist jetzt eigentlich der Kühler insgesamt. Oh, das Ganze dann nochmal eingepackt, das Pack. Also, auf damit. Und wir haben eine winzige Spritze mit Wärmeleitpaste, die wir nicht benutzen werden. Das hier und Intel und AMD und bam. Intel haben wir ja nicht, also brauchen wir nicht, also weg damit. Okay, jetzt geht's nämlich weiter und zwar kommt jetzt der wahrscheinlich sogar komplizierteste Teil, da der Dark Rock 4 jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, sich einfach montieren zu lassen. Noch eine Sache zu erwähnen ist, dass im Paket natürlich auch der Lüfter drin ist, weil wird ja sonst schlecht funktionieren, ne? Raus mit dem Ding! Das ist ein Stück Aluminium und Kupfer. Ganz schön verbiege. Bäh. Wenn das Ding nicht mal wild aussieht. Wow. Natürlich in Schwarz, das ist ja der dunkle Stein. Hat zwar nichts mit dem Stein zu tun, aber das ist dunkel. Hier auch dieses schöne, wie heißt dieses Design, das ist so, ist. Das Ding müssen wir einbauen und dafür muss ich jetzt auch erstmal weitere Studien betreiben hier. So, nach langem auswendig Lernen dieser wunderschönen Anleitung habe ich es in meinem Gehirn aufgenommen und verarbeitet, welcher Prozess jetzt geschehen wird. Wow, war das cool formuliert. Was wir brauchen ist der Lüfter, den brauchen wir gleich. Dann brauchen wir diese Klemmen für den Lüfter, den brauchen wir dann auch erst gleich. Also weg damit. Das, hallo, hör auf wegzuräumen, du Spaß. Und jetzt kommen wir erstmal zurück zu unserem Mainboard. Bäh. Und zwar müssen diese Olgas raus. Ich glaube, das kann man so ordentlich sagen. Also raus damit. Bäh. Wenn ich jetzt jenes Ding richtig verstanden habe, Allah, dann kommt jetzt diese Olga jeweils drauf. Ich weiß nicht, mit der Kleinen oder mit dem Kleinen. Großen. So drauf. Und jetzt kommt der schöne, kompliziertere Teil, vor allem bei diesem Lüfter. Und zwar müssen wir jetzt erstmal unsere wunderschöne Kühlerbefestigung ein etwas komplizierteres System anwenden, dessen Erläuterung bedarf. Ganz hoch am Scheißen hier, ne? Also, rein damit der Olga. Ich muss in das zweite Loch rein, was sich echt unfassbar gut anhört, wenn man es so sagt.
Bäm, ich muss in das vordere Loch rein. So besser. Noch schlimmer. Okay, dann kommt nämlich die Olga hier rein und dann Lübde rein. Ja, so baut man das nicht sehr professionell. Ah, fail. Ehren wir uns einmal ganz kurz, warum auch immer. Sagen, hast du lange nicht mehr gemacht? Und jetzt kann ich es festschrauben, weil da muss halt Be Quiet etwas komplizierter vorgehen. Also festmachen die Olga. Hier natürlich auch. Muss ja alles schön funktionieren hier. Und das Ganze auf der anderen Seite nochmal machen, weil hält so etwas schlecht. Erklärt sich aber, glaube ich, von selbst. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Highlight meiner wunderschönen Kühlung, und zwar dem Thermal Grizzly Trühnort-Wärmeleitpaste. 1 Gramm, ich brauche jetzt hier nicht viel. Und im Prinzip mache ich einen erbsengroßen Punkt drauf und dann klatsche ich den Kühler drauf und bäm, es funktioniert. Ich hätte auch einfach einen einfachen Kühler drauf machen können, das sah aber nicht cool aus und ich hätte noch immer gleich viel machen können. Aber wenn ich jetzt schon diesen Kühler habe, dann ist er auch wenigstens zukunftssicher. Außer man ändert den Socken und das Ding ist nicht kompatibel und es wird kein Kompatibilitätsding von irgendjemandem von mir sogar außenstehend gemacht. Weg damit. Was ist das? Anleitung. Weg damit. Brauche ich nicht. Ich bin hier fürs Produkt. Also, nach den ganzen nicht entstandenen Komplikationen natürlich, kommen wir jetzt zu der Lüftermontage auf dem CPU-Kühler. Mit diesen wunderschönen Klemmen, und dafür brauchen wir jetzt erstmal natürlich unseren Silent Wing, der mitgeliefert wurde mit der CPU, weil ein Kühlblock hilft nicht ohne Kühler, der die Luft durchböllert. Also. Also. Wir haben ja hier unseren Silent Wing. Irgendwas. Und wir haben bei jedem Lüfter eigentlich einmal hier die Vorderseite und einmal hier die Rückseite. Bei jedem Lüfter ist es normal so, dass die Luft von der Frontseite in diese Richtung bläst, sprich, Dadurch. dass wir wollen, dass die Luft ja von der vorderen Seite des Kühlers zu der hinteren Seite durchballert, muss der Lüfter so rum drauf. Da wir jetzt aber erstmal gucken müssen, wo unser Strom für den Lüfter ist, sollte man natürlich jetzt erst einmal den Lüfter so drehen, dass diese scheiß Kabel nicht am Ende quer über das Board fliegt. Dann gucken wir uns das Board einmal an und wir suchen nach einem Ding, wo CPU-Fan draufsteht. Ist ja zum Glück angegeben. Da steht CPU-Fan, sind die 4 Pins, und dann muss man gucken, ob man es, wie rum man es montieren sollte, damit Strom ist. Na, dafür muss ich jetzt erstmal gucken. Okay, dieser Fail ist anscheinend nicht mal fertig. Die Olga sitzt und, oh, guck mal. Miu. Schön. So, das haben wir. Diese Kacklüfterklemmen haben zum Glück mich nicht zum Tode genervt. Dann kommen wir jetzt zu unserem Case. Mein Case wurde sich auf volle Optimalität und schickes Design gesetzt. Deshalb sind wir jetzt hier mit dem P400A Fantex Eclipse P400A Airflow, weil Airflow ist gut und ach. Nochmal in Allround-Sicht. Ja, schön. Dieses Case ist natürlich wunderschön wegen seinem Ah, wegen nein. seinem Tempered Glass Side Panel. Sieht aus. Vor allem mit dem ganzen geilen RGB, was wir haben. Bis auf der CPU-Kühler, weil bei Budget. Und sonst hat dieses Case noch Front Mesh für Airflow, wo viel Luft reinpasst, wo viel Luft durchgeht.
kommt auch viel Luft durch und das ist doch gut, wenn wir uns kühlen wollen, ne? Also, es gibt keinen besseren Airflow als mit Frontmesh, außer du hast gar keinen Case, weil dann hast du immer frische Luft, aber wir wollen ja auch an die Optik denken. Also, müssen wir das Ding jetzt erstmal auseinandernehmen. Was schick dabei ist, ist ein magnetischer Staubfilter für einen nutzlosen Zweck, weil hier letztendlich unsere Lüfter kommen, die Luft hinausblasen. Sprich, das Ding wird keine Luft filtern, aber ich habe einen Filter. Ist auch cool zu haben. Der muss übrigens weg. Ja, was wir sonst noch haben, ist unser Frontpanel. Ein Stück Blech mit Plastik. Brauchen wir auch noch. Und vorinstallierte Lüfter, die wir ausbauen werden, weil wir RGB haben wollen. Jetzt kommt zu einem interessanten Punkt. Und zwar sollte man die Side Panels zurück in einen sicheren Ort tun, damit sie nicht beschädigt werden, weil kaputtes Glas sieht nicht so schön aus. Da sollte man darauf achten, dass das Ganze zum Beispiel zurück in seinen Karton kann, weil da tritt niemand rein. Außer jemand will es kaputt machen. Es ist sicher. Das Ganze auf beiden Side Panel, weil Denimblech sieht auch nicht geil aus. Also raus damit. Das macht es nicht kaputt. Fettpatscher wollen wir auch nicht drauf haben, haben wir jetzt aber drauf. Und jetzt geht's nicht kaputt. So, damit wir uns um unsere ganzen Kabel kümmern können, muss auch das hier hinten ab. Also, weg mit diesen Kackschrauben, die brauchen wir nur wieder zuzumachen. Die lassen sich auch nicht ganz rausnehmen. Sie halten das Ding nur in place und das ist störrisch. Bäh. Cool. Das tun wir auch weg, weil den brauchen wir nicht. Jetzt kommen wir zum interessanteren Teil. In unserem wunderschönen Paket drin sind nicht nur Halterungen für 2,5 Zoll SSDs, dann wahrscheinlich, weil gibt es überhaupt 2,5 Zoll HDDs. Hier unten haben wir drei 3,5 Zoll Festplattenhalterungen. Nein, es sind zwei 3,5 Zoll Festplattenhalterungen. Hier drin befinden uns unsere ganzen Schrauben, die wir brauchen würden. Und dann packen wir mal aus, ne? So. Raus mit dir. So. Hier jetzt einfach Bäm und oh. Sehr, sehr schick gemacht, ja. So, das Ding ist unsere heilige 3,5 Zoll HDD-Halterung. Haben wir zwei von. Ich brauche jetzt nur eine. Also kann der wieder rein. Oder wir tun erst später rein, damit wir mehr Platz haben zum Arbeiten. Am Bildschirm. So, das brauchen wir gleich. So, hier haben wir jetzt unsere schöne Accessory Box. Oh yeah. Machen wir auf, was wir haben sind ganz nett auf Ehrenbasis ein paar Kabelbinder und einen Haufen an Schrauben, die reingeschmissen wurden. Für den Spaß am Sortieren. Noch dabei ist eine Introduction und Technical Support und so ein Scheiß. Accessory Box sollte man behalten, weil man wahrscheinlich nicht alle Schrauben brauchen wird. Also sollten hier nicht irgendwo verschwinden. Wäre praktisch. Die hier brauchen wir. Und bauen wir jetzt erstmal mal die alten Lüfter aus. Ne? Raus mit der Olga. Fanfrage. Warum? Ja, Fanfrage. Checkst du bei Fanventilator? Ja, also Fanfrage. Q&A Simon. Warum zur Hölle kaufst du einen Be Quiet Ventilator, wenn du den Ventilator da sowieso dabei hast? Willst du einen Schlag ins Gesicht kriegen? Falls dir es nicht aufgefallen ist, das Kackding ist auf dem CPU-Kühlblock, damit die Air auch da durchgeballert wird. Ja. Was hilft mir das Ding am Case, wenn die Luft einfach mit so einem
mit so einem, ich bewege mich einen Millimeter pro Jahrhundert, Tempo da durchzieht. Das muss extra richtig durchgeballert werden, sonst wird das Ding ja nicht kühl. Aber warum kannst du nicht einfach alle Ventilatoren da lassen? Wird das da nicht noch krasser? Ich habe nur Platz für 6 Lüfter. Ach, soll ich die aufeinander tun? Ja. Ja, hilft nicht viel, du. Mehr Energie. Jetzt muss ich den Kabelsalat hier erstmal verstehen. Okay, das ist Front Panel USB. Den brauchen wir auf jeden Fall. Den hier muss ich erstmal verstehen. Halt, warte mal. Ah, I see what they did here. I think so. Das ist der Power Button. Das ist unsere noch mehr Power-Zeug. Die Olga. Oh mein Gott, ich muss das erstmal durchblicken. Also, ich ziehe jetzt erstmal den Scheiß einmal raus. USB. Irgend so ein Zeug. HD-Audio für die Front. Die Front mit ihnen. Reset-Button. Zwei winzige Power-LED-Buttons. Boah, jetzt wird's richtig anstrengend. Weil jetzt muss dieses 200 Kilo Olga-Ding hier rein. Ich hab voll den Knochen erwischt. Geht das? Nee, weißt du, das macht Boom. Ja, frag ich mich. Bist du dumm oder tust du nur so? Ich tu nur so. So, dann haben wir die Kabel irgendwie rangeschrammt. Das machst du wunderschön. Ja, wir machen das gleich am Ende. So. Oh, warum haben die das nicht sortiert, Alter? Nein. Soll ich die ganze Kacke einmal durchgehen? Also Kabelbinder, das ist gut. Ich habe so viele Kabelbinder. Ich brauche die ganze Zeit das Kabelbinderpaket nicht. Ich. Ach Scheiße. Ah, mein Tesafilm geht ab. Und mein Handy sitzt zu tief. Mach mal schneller aus der Perspektive raus. Das muss jetzt hier noch niemand sehen. Moin, moin. Motherboard drin. In den ganzen Standoffs, nachdem wir den ganzen scheiß Kabel sortiert haben. Sprich, einfach nur die alten Lüfter raus. Jetzt müssen wir die Screws einfach reinballern. Von dem Ding abzumachen, diese Schutzfolie für Kratzer. Von wem jetzt? Von dem Motherboard. Ist das jetzt gut? Ich muss sie jetzt abgewurstelt kriegen. Oh, honey. Geht das hier komplett ab? Ist ein etwas komplizierterer Peel. Ah, das klingt so ungesund. Ach, au. Ja, doch, weil der hier um die Ecke ist. Oh, nein. Das Ding nicht nochmal rausnehmen, deshalb. Hey, die oberen Ecken habe ich nicht. So, dieses 200 Kilo Monstrum sollte jetzt montiert sein. Ich baue das Ding jetzt aber erstmal im Liegen fertig, weil stehen ist mir zu kompliziert. Oh, wenn ich das verbiege, ey. Also. Jetzt kommt der etwas noch mehr rückenschmerzige Teil. Und zwar kann erst einmal dieser wunderschöne Karton weg. Und jetzt geht's los, jetzt geht's los. Cool, Windows 10 könnte ich schon installieren. Nein, es fehlt Grafikkarte, mehr Lüftung, Kabel, bleibt nix. Okay, ich wollte überlegen, wo noch nicht weiter.
Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um schon mal die HDD einzubringen. So, jetzt finden wir den Moment raus, dass alles hält. Boah, ist das Ding schwer. Woo! Nicht schlecht. Sieht wild aus. Nicht schlecht, Herr Specht. Eieiei. Mehr alter Sackspruch geht nicht. HDD-Tag. Bist du Simon oder bist du Alman Achim? Alman Achim grüßt. Wow, wie ein Meister. Okay, die Scheiße muss man aus dem Weg, Alter. HDD-Tag. Oh, Scheiße, jetzt habe ich hier rein gesqueezed. Treff nicht mein Ziel. Das fällt dir ab. Die jetzt runter, vielleicht habe ich 45 Euro verloren. Die ist nicht ohne Grund so eingepackt, ne? Zeigen Sie die Kamera. Bam, falls man das jetzt durch diese glänzende Folie sehen kann. Seagate, Barracuda, Compute, 2 Terabyte. Damit alle Steam-Spiele untergebracht werden können. Passt das? Hätte ich doch lieber eine 4 Terabyte nehmen sollen. Okay, wieder diese dämlichen Packungen. Och, du Scheiße. Das ist ja dieses Ding hier. 2 Terabyte. Terabyte? Okay, das ist jetzt nicht die ganze Welt, aber. Boom! Und wo ist die Schiene? Wo ist die Schiene? Da habe ich sie hingetan. So, das ist jetzt etwas schwer mit einer Hand, aber. Aufmachen, das Ding ist jetzt zum Glück ziemlich einfach gemacht. Und hier aufmachen. Die Olga reinlegen. Die Löcher über die Löcher schieben. Und bam, die Teile wieder zuklappen. Ist sicher. Wild. Und die Olga kommt jetzt hier reingeschoben. Okay, jetzt muss ich mich wieder kurz sammeln. Och du Scheiße, diese Schrauben muss ich wieder wegpacken erstmal, Alter. Bevor ich mir was verbaue, könnte ich schon mal diesen sehr fragilen USB-Teil und diese ganzen kleinen Scheißteile reinstecken, weil ich möchte das Ding auch starten können, ne? Und Front-USB direkt mal nutzen können. Also, ich guck mal gerade, wo sie denn auf diesem wunderschönen Ding sind. So, USB 3.0 ist da unten. Hier ist der ganze Scheiß. Dann kommt das einfach da rein. Oh, ich brauche übrigens eine Lupe, damit ich das da unten lesen kann. Einmal. PL. So, die ganzen Front-Panel-Connectors. Wir haben unseren Reset-Switch, der. Bam. Und jetzt wird es komplizierter. Und zwar muss der Power Switch muss über den Hard Drive Activity LED und direkt daneben ist der Reset Switch. Kurz zum Success. Was passiert, wenn du es falsch anschließt? Dann Button nicht funktionieren. Okay. Wenn ich das Ding nicht starte, verdrehe ich am allererst einmal den Power Switch um. Aber er müsste so richtig rum sein. So. Und der. Oh, jetzt habe ich Rückenschmerzen, Alter. Heilige Scheiße. Okay, damit haben wir das schon mal. Ist der rote hier. Dieser bescheuerte Haken da. Viel Spaß, sag Bescheid, wenn du mich brauchst. Ja.
Weiter nach der kleinen Blamage mit den Front Panel Connectors kommen wir zu den Case Lüftern. RGB ist muss, also haben wir hier jetzt keine viel zu krassen Lüfter, aber wir haben vor allem durch den Preis, Leistungsverhältnis anscheinend, das Sixpack an Up-Here-Lüftern und leuchten tun sie auf jeden Fall gut. Das ist auch das, was wir sehen wollen. Wir haben wieder eine Anleitung. Wir haben noch mehr Kabelbinde. Und die ganzen Schrauben für die Lüfter. Die brauchen wir. Und das Schicke jetzt hierbei vor allem auch noch ist, dass ich noch einen weiteren Kabelbinder habe. Und dieses schicke Gerät hier, was kein ganzes Gerät ist. Damit ich all diesen ganzen Kabelsalat an Lüftern, da diese jeweils immer zwei Anschlüsse haben, einmal für den RGB natürlich und einmal für Strom, diesen wunderschönen Hub-Hub, das ist immer witzig, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall, dann klatsche ich das Ding einfach hinten dran, schließe hier alles dran und mache hier einfach meinen SATA-Anschluss und bam, es läuft. Damit fahren wir dann also fort. Und der Kabelsalat kickt. So, natürlich müssen wir jetzt beim Einbau darauf achten, dass die Kabel, wenn wir das Ding hier erstmal festgeschraubt haben, nach hier hinten entfliehen können, damit wir diesen ganzen scheiß Kabelsalat umgehen können und wir einfach die ganzen scheiß Teile hinten einfach reinstopfen. Sollte jetzt mal endlich reinkommen, da haben wir uns, da ich mich jetzt wohl eher für das Seasonic S12-3-650 entschieden, weil ist genug Strom, hat alles, was man braucht und ist dadurch, dass es nicht modular ist, auch vergleichbar billig. Ist zwar mehr Arbeit, aber Kostensparen, das war wichtig hier. Wie süß, wir haben sogar Case-Schrauben bekommen. Für das Netzteil. Oh, wie süß, die können eigentlich drin bleiben. Stromkabel, das brauchen wir sehr. Und holy shit. Man muss sagen, das Ding sieht fancy aus, ne? Kann man sich nicht beschweren. Junge, warum ist das so huge? 650 Watt, muss alles Richtige haben. So, und jetzt kommt der komplizierte Part. Ich habe nämlich sehr viele Kabel. Warte mal doch. Können wir es hier noch aufschrauben? Könnte man, ja, aber das ist mir zu kompliziert. Ah, mach's nicht kaputt. Und das ist der ganze Scheiß, den wir für Strom brauchen. Alter. Na gut, wenn es jetzt modular wäre, könnte ich Dinge, die ich nicht brauche, ausstecken. Aber da hätte ich für 30 Euro mehr gezahlt und das habe ich nicht gemacht. Also das kommt wieder hier hin, Box kann weg. So. So, und die Eier kommt hier hin.
You can do it. Ja. So, jetzt muss ich nur um die Kabel mich kümmern. So, Netzteil ist bombenfest. Das sieht echt komisch aus, die Schrauben. Also, weil das alle drei sind so. Ja, weil die sind so komisch versetzt. Ja, ich sag doch, das ist etwas verwirrend. Das hält, wenn das fällt. Und jetzt kommt der richtig scheiß Part. Noch so. Schlimmer. Und zwar squeeze ich die jetzt gleich einfach alle da hinten rein. Alter. Ja, aber anders geht es nicht. Alter. Ach, da habe ich ein Kabel ganz vergessen. Und zwar unsere wunderschönen SATA-Kabel. Die habe ich nämlich an Starten-Kabel. Die habe ich ganz vergessen, du. Wofür sind die? Festplatte. Und zwar kommt die Alga. Noch mehr Kabel. Ja! Alter! Für die Freude an uns allen. So. Also, und jetzt, nach wirklich Jahrhunderten an Kabelmanagement, kommen wir zum Herzstück des Ganzen. Unsere Grafikkarte. Das Ding böllert mich ins nächste Jahrtausend, deshalb ran an den Schmeck. So. Jetzt will ich kurz sagen können, welches ist. Was steht da? Siehst du das? Oh, das kommt so wie auf Outtakes. Ja. Also, so, jetzt muss ich hier diesen Karton verstehen zum fünften Mal in meinem Leben. Oh yeah, schönes sexy Unboxing. Sieht man alles, was ich gerade am Tisch mache. Ja, Moment. Deswegen sehe ich halt nur die Hälfte des Bildschirms. Woher soll ich das? Ja, man sieht mein Gesicht nicht so ganz, aber ich hoffe, das ist eh egal. Nicolas Cage ist im Frame. Oh. Mach nochmal. Pack's nochmal ein, los. Nein. Fels, komm drauf. So. Uiuiui, was haben wir hier, Schickes, du? Oh, das sieht voll fancy aus. Oh, schau. Eine Anleitung so Zeug. Wie hab ich denn das jetzt geschafft? Dass das gewählt ist. Wenn ich es gerade reinschiebe, wie kann es gewählt sein? Ja, verkackt. Ja, Outtake Time hier. Was ist das alles, Digga? Weg damit, für dich nicht. Ah, warte, ich muss. Warte. Ja, jetzt. Kannst dich bücken, dann sieht man dich wenigstens. Mit. Ja. Kann ja nichts dafür, dass du so groß bist. Zick, wieder mal Zeit zum Angeben. Und. Bitte sag mir, das klebst du vorne drauf. Ich baller, ich hab vorne keinen Platz mehr, den du hier oben drin ballern. Okay, mach das bitte. Und das hier ist das Baby. Don't break it. Alter, überleg mal, wie sick auch das Ding aussieht. Wunderschön. Das ist hier überall. Ich weiß nicht, dass das so riesig ist. Den wiegt auch. Junge, wie willst du das da dran machen? Das sieht aus, als würde ich schon alles zerbrechen. Aber ich bin jetzt kein Experte in sowas, deswegen. Ich check auch nicht, wie das halten kann. Überleg mal, das Ding wird nur von dem Slot und von dieser Seitenschraube gehalten. Ja, Alter. Dieser 30 Kilo Oschi, Alter. Dieser Karton triggert mich jetzt. Ich habe ihn schon einmal geöffnet und dich zusammengekriegt mit einer Hand. Ja, dann verkackt, würde ich sagen. Sehr schön. Ich hoffe, du schneidest das nicht raus. Dass ich hierfür gerade deine Handy-Audio dann aufbaue von Video, weil ich vergessen habe, bei OBS anzumachen. Egal! Mein Handy hat Crisp-Audio. Nein, hat es nicht, aber. Okay, ja, passt. Das ist ja alles perfekt gemacht. Oh, Gigabyte Qualified, bla bla bla. Also soll man jetzt dich oder den Computer sehen? Das geht nicht, ne? Das geht nicht, du musst dich schon entscheiden. Also, die Peachka kommt erstmal hier rein. Oh, no. Keine Schimpfwörter. Ich habe eh keine Werbung. Ja, stimmt. Du bist ja so ein armer Hund. Ich hab nur Nicolas Cage. Also. Gesponsert von Nicolas Cage.
Schön, dass das von Gigabyte Qualified ist, die Verpackung. Wenn man sie nicht aufkriegt. Soll ich einen Achim-Spruch bringen? Das ist eine Kindersicherung. Fühlt sich auch auf, die Scheiße. Ah, mir fällt gerade ein Fehler rein. Ich muss erstmal das Ding an der Seite aufmachen. Also. Oh, ist schon nice. Das Ding ist sick, ich sag's dir. Oh, das hat auch nochmal Ventilentis. Ja, natürlich. 3 Stück. Oh Gott, ey. Das Ding muss böllern, Alter. Was ist ein Ventilenti Overkill? Ja. Auf jeden Fall, die Olga kommt so rein. Und zwar an der Stelle so in diesen Slot. Danke, man sieht von deinem Kopf halt nichts. Anstatt bam in diesen Slot rein. Ja. Und dann brauche ich, wenn ich in diesem Slot bin, ups. Don't break it. Warte mal, dann brauche ich doch den und den, oder? Warte mal, dafür ist wieder räumliches Verständnis gefragt. Wenn ich den da reinballer, bin ich bei den beiden. Den beiden, okay. Gut, dass ich die rausnehmen kann. Wo ist mein Sehr-leise-Schraubenzieher? Also. Boom. Und ich muss jetzt die beiden da haben. Was genau machst du da? Ich nehme diese Seitenabdeckungsteile raus. Warum? Damit ich die Grafikkarte da rein tun kann. Warum? Damit ich die Grafikkarte benutzen kann. Ja, aber es ist doch von vorne offen. Wieso tust du das nicht einfach von vorne rein? Ich kann nicht verstehen, was du machst. Hier ist Abdeckung. Du siehst, hier haben wir Videoausgänge. Drei HDMI, drei DisplayPort. Und das muss ja hier raus. Ah, ich verstehe. Ja, und dafür muss das weg, weil das ist Abdeckung. Ich verstehe. Und dann... Dann haben wir die Olga raus. Die Schrauben brauche ich gleich nämlich für die Grafikkarte, weil die da auch festgemacht wird. Hallo, den scheiß Magnet triggert mich gerade ein bisschen. Danke, sei leise. So, dann kann die Olga auch raus. Bumm, das sollte passen. Oh, jetzt kommen wir zum saftigen Part. Sehr saftig. Oh, guck ich dir an. Ist es nicht wild, Alter? Sehr schön. Guck mal, da steht dann auch so AO-Ros und das hat RGB und hier steht Fan. Cool. Irgendwas. Und guck mal, wie krass die Backplate ist. Guck mal, das hat sogar AO-Ros-Logo. Ich hab zweimal Gigabyte AO-Ros drin. Preiswert und praktisch. Not sponsored an der Stelle. Also, kommt die Olga auf. Ab. Ja, was jetzt? Auf oder ab? Auf und ab, weil indem ich sie aufmache, mache ich sie ab. Also das war. Wow, deep! Okay, die Olga kommt so rum rein. Jetzt kommen wir zum heiligen Part eines jeden PC-Builds. Und zwar zu dem Part, wo ich das alles kaputt mache. Oh, bitte. Und Geld verliere. Das wäre ein lustiges Video, ich würde es mir angucken. Warte. Der muss. Wie soll das halten? Das ist so riesig. Oh ja. So. Auf ein neues. Der kommt da rein. Eine Höhenabmessung war richtig. Der kommt da jetzt rein. Dieses Geräusch war ekelhaft. Und jetzt muss ich die festschrauben. Ja. Der kommt wieder da dran. Auch ziemlich geil bei dem Case. Auch ziemlich cool, weil kann ich so nach hinten machen, damit ich das so reinschieben kann. Und okay, wieder so zumachen und es aussieht und hält. Und dann nehmen wir die. Ich habe Angst, dass es echt nicht hält. So. Das Ding wiegt halt einfach so 200 Kilo.
Das sieht sehr wackelig aus. Elf. Die hier ist ja schon nicht drin. Oh yeah. Und die hier. Oh yeah. Bam. Beautiful. Die behalten wir, die kommen zurück zum Case. Diese heilige statisch Aufladungskackding-Tüte kann weg. Die Gummiteile behalten wir, falls neuer PC, alte Grafikkarte verschärben für 2 Euro auf eBay Kleinanzeigen. 3 Euro letzte Preis. Also. Oh, sieht das nicht sick aus? Jetzt wollen wir es nur noch in RGB sehen. Ja gut, dafür muss jetzt erstmal Strom rein und ich muss das Ding starten und ich muss ins Bootmenü und XMP-Profile anschalten, damit meine RAM auch beim gesamten Speed, den sie hat, läuft. Hammer. Nee, weil tatsächlicherweise... Oh Gott, jetzt kommt der Part. Hey, dafür brauche ich dich jetzt nicht beim Friemeln. Sicher? Ja, das schaffe ich jetzt auch. Sicher? Ja. Aber ich kann das sehr gut. Ich auch, guck. Nein. Jeder Typ, jeder Gamer, der sein Gaming-PC baut, muss seine Grafikkarte vollkommen selbst dran machen. Ja. Welche bescheuerte Regel ist das denn? Also werden wir 50. Versuch. Ich hab in der Hand. Warte. 51. Versuch. Hallo. 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 Ja, doch, danke. Und die Olga. Das ist irgendwie andersrum wäre sinnvoller gewesen. Jetzt steht mir das Kabel im Weg. Was kannst du eigentlich? Meine Grafikkarte anschließen. Oh, richtiger Gamer-Moment. Oh, das ist der Moment, wo ich... die hässlichen Kabel hinten zeige. Musst du den Moment eigentlich jedes Mal zerstören, wenn ich dich sehe? Ja. Bam! Was jetzt folgt? Bist du jetzt in deinem Happy Place? Jetzt folgt der große Moment. Und wir sollten noch nichts dran machen, falls was nicht funktioniert. Dann. Oh, der Pessimismus schwingt mit. Jetzt muss die alte Scheiße da weg. Ja, was? Jetzt kommt der grande Moment. Ja. Oh, heilige